Haben Sie Herrn Böttcher gesehen? Ja, vorhin, als er sich nach Berlin verabschiedet hat. Hey, Julius. Es tut mir leid. Alles. Und ich würde mich freuen, wenn du mich anrufst. Du hat dir eine Nachricht gesendet. Was? Sie will mit mir zusammenarbeiten? Oh. Oh, was? Ich kann für die beste Designerin der Welt arbeiten, aber nur, wenn ich Miss Mayfair begrabe. Schon auch beeindruckend, wie tapfer du das alles durchstehst. All die Jahre in den Sport investiert und dann ist es von jetzt auf gleich auf einmal vorbei. Das ist schon unglaublich. Wie gut, dass wir uns haben. Ja, so kann man das sagen. The morning painted by the sun and it's in my eyes and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn and a restless sky and a restless sky. This is my life. Leila, wir sind doch eigentlich Freunde, oder? Ja, aber auch als Freunde kann man ein bisschen Spaß haben, oder? Ich meine, wir sind beide Single. Und du hast ja selbst gesagt, du bist froh, dass wir einander haben. Ja, genau, als Stütze in schwierigen Zeiten. Und ich mag dich total. Ich finde dich ja auch... Oh, jetzt sag nicht nett. Bin ich dir zu hässlich, oder was? Oh mein Gott, was du redest. Ja, ich verstehe schon. Was verstehst du? Ja, du gibst dich nur mit mir aus Mitleid ab. Weil mein Vater dich drum gebeten hat. Nein, das stimmt nicht. Das ist wirklich völliger Quatsch. Ich verbringe gerne Zeit mit dir, aber ich... Ich glaub dir wirklich kein einziges Wort. Du kannst mich mal. Für Gigi Du zu arbeiten, wäre die Chance. Aber dafür Miss Mayfair aufgeben? Was mache ich denn jetzt? Nicht, jetzt schreibt sie dir schon, das ist auch falsch. Herr Lüder, vielleicht können Sie Charlotte helfen. Ich muss jetzt in die Küche. Du machst mich fertig. Och Mann. Wie wichtig ist Ihnen denn Ihre künstlerische Freiheit? Sehr wichtig. Aha, was spricht dann für Gigi Du? Mein Kindheitstraum. Ich entwerfe Mode für das Label der Branche. Also Ruhm. Und Kontakte. Sehr wichtig, wenn ich irgendwann eine eigene Kollektion auf den Markt bringen will. Und Geld. Für Sie kein Argument. Ja, ich weiß. Also, wenn Ihr Herz das sagt, dann löschen Sie doch Ihren Blog. Nur tun Sie es aus den richtigen Gründen. Ich wünschte, ich wäre so immun gegen Geld wie Sie, Herr Lüder. Gehen wir zu Ihnen in die Laube? Ich kann hier irgendwie nicht klar denken. Ich habe gerade nichts im Haus, was ich Ihnen anbieten kann. Ah, ich habe Ihnen einen ganz besonderen Tee aus London mitgebracht. Den wollte ich Ihnen längst geben. Oh, sehr freundlich. Ja, das müssen wir verschieben. Wieso? Ich habe ein paar Holzlatten gestrichen und das stinkt fürchterlich im Haus. Aha. Okay. Was mache ich denn jetzt? Soll ich meinen Blog aufgeben? Wow. Hast du ein Date? Ja. Ah, toll. Mit dem Finanzausschuss. Ah, okay. Drohen also wieder Einsparungen, ja? Ja, naja, wie jedes Quartal. Aber diesmal nehme ich den schon vorher den Wind aus den Segeln. Hm. Ich habe mit Frau Aschaffenburg und Herrn Schneider ein paar kreative Ansätze, die Sparmaßnahmen betreffen, formuliert und habe denen das schon mal vorher geschickt per Mail. Hm. Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Dankeschön. Ah. Wir sind ein Team? Was ist das denn? Ja, ach so. Ja, das war die Idee von Frau Aschaffenburg und Herrn Schneider. Es geht darum, das Teambuilding stationsübergreifend zu gestalten. Ah. Da soll jeder so einen kleinen
Steckbrief von sich ausfüllen und dann wollen wir das per Intranet in der Klinik verteilen. Muss ich das auch machen? Das ist witzig, dass du fragst. Witzig? Ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass einige Kollegen eine unfassbare Hybris haben. Okay. Angekommen. Okay, ich kümmere mich drum. Aber erstmal lerne ich für die Stadtrallye. Ist die heute? Ja. Und das ist eine echt tolle Aktion für die ganze Familie. Ja, also die Tour um Lüneburg und Umgebung unter dem Motto: Lerne deine Heimat kennen, organisiert von der Stadt. Also mach nicht so lange, wir haben es den Kindern versprochen. Ich weiß. Britta, den Kindern liegt das wirklich am Herzen. Das Gewinnerteam bekommt einen Gutschein für die ganze Familie im Freizeitpark. Ja. Ja, und die büffeln wirklich dafür. Und ich werde es auch tun. Was mit dir? Ich werde mich einfach nur anstrengen. Oh, selbstverständlich. Wir kriegen das ganz gut hin inzwischen, oder? Hm? Naja, die Mischung zwischen Arbeit und Familie. Gut, dann bringen wir dein Meeting hinter dich. Und dann können wir schön zusammen alles über unsere Heimat lernen. Mhm. Hm. Drück mir die Daumen. Ja, das mache ich. Leila! Mann, Leila, jetzt warte doch mal. Können wir vielleicht einfach noch mal reden? Was gibt es da denn noch zu reden? Für dich bin ich doch nur das hilfsbedürftige Mädchen ohne Zukunft, auf das man aufpassen muss. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du bist alles andere als hilfsbedürftig. Du bist tough. Tough, aber nicht attraktiv. Doch. Aber ich sehe in dir halt mehr sowas wie eine kleine Schwester. Und wenn ich dir falsche Signale gesendet habe, dann tut's mir leid. Du hast mich benutzt. Nein, das habe ich nicht. Und das weißt du auch. Können wir das nicht einfach vergessen? An Missverständnis. Das stellst du dir so einfach vor, was? Ich mache dich fit für die Feuerwehr und das war's dann, oder wie? Nein. Ich habe sehr gerne zusammen mit dir trainiert. Und ich verbringe auch gern Zeit mit dir. Ich komme auch sehr gut allein klar. Okay, warte doch mal bitte jetzt. Ja, es war ein Kuss. Okay, und ich verstehe, dass das jetzt gerade unangenehm für dich ist. Müssen wir deshalb diese Freundschaft so riskieren? Welche Freundschaft? Was war das denn? Ein Orkantief namens Leila Kilic. Bitte? Ich habe den Tee für Sie dabei. Oh. Bevor ich ihn nachher wieder mit zurück nach London nehme. Bitte schön. Danke. Was ist denn hier passiert? Wahnsinn! Wow! So eine steht auch im Hotel. Wer tauscht denn sowas? Also, Herr Lüder, Sie sind wirklich ein Tauschgenie. Also, in diesem Fall. Also, ich habe mir ein paar Sachen gegönnt. Gegönnt? Gekauft. Bis gleich. Danke, Corinna. Es ist blöd gelaufen, Simon. Ich glaube nicht, dass sie das gerade gebrauchen kann. Ja, deshalb tut's mir doch auch so leid. Aber ich hab's nicht kommen sehen. Sie hatte viel Pech in letzter Zeit. Ich war auch nicht für sie da. Und jetzt hat sie sich in dich verknallt? Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt wirklich in mich verknallt hat.
Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Sie ist vielleicht auch etwas einsam gewesen. Klar, sie hat dich für das Feuerwehrtraining vorbereitet. Ja, sie hat alles aus mir rausgeholt. Das kann ich mir vorstellen. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe es natürlich genossen, das Training mit ihr. Für sie war es bestimmt auch eine gelungene Abwechslung. Sie konnte Paris vergessen, hatte irgendwo eine Aufgabe. Du hast nichts gemerkt? Gar nichts. Mann, die Killitsch sind wie Familie für mich. Das sagen sie auch immer. Sie wie eine kleine Schwester. Und bitte, wer Marvin fängt was mit seiner kleinen Schwester an? Ne? Da hast du recht. Und Elias hat mich dann gebeten, ein Auge auf sie zu haben. Und natürlich war sie extrem sauer, als sie das herausgefunden hat. Ja, natürlich, weil sie verknallt in dich ist. Die Sache ist jetzt ja wohl geklärt. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Du kennst sie. Ja, dann rede mit ihr und lass sie jetzt nicht hängen. Ja. So. Danke, dass ihr hier die Stellung gehalten habt. Jederzeit wieder, Corinna. Denkst du dran, die Fenster zuzumachen, wenn du zu Hause bist? Ah, ja. Lass den Kopf nicht hin. Hey. Hey. Und, hast du mit ihm geredet? Was ist passiert? Ich war zu spät. Er ist abgereist zu seinem Ex. Das muss doch erstmal nichts heißen. Hast du versucht, ihn anzurufen? Geh nicht ran. Was ist denn passiert? Du warst doch so glücklich. Ja, ist halt nicht so einfach wie bei dir und Klaas. Vielleicht tut der Abstand ja ganz gut. Kommt drauf an, was jetzt in Berlin passiert. Im Zweifelsfall wird er dich genauso vermissen wie du ihn. Komm. Hey. Hey. Ich habe gerade an dich gedacht. Na? Was macht der Kopf? Dem geht's ganz gut. Ich kann wieder arbeiten. Ich bin echt froh, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist bei dem Sturm. Hallo, wie geht's? Ganz gut. Und Ihnen? Ja, muss ja. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ach, Unsinn. Sie gehören doch jetzt dazu. Okay. Zucker? Nein, danke. Bitte sehr. Es tut mir leid, dass ich Sie enttäuscht habe. Enttäuscht? Wovon reden Sie? Ich habe mich als Vorbild verkauft. Ein Leben ohne Geld propagiert. Naja, aber bisher waren Sie in Prinzipien doch immer treu. Ja, aber plötzlich habe ich durch meinen alten Kumpel Richie Sky eine Tasche voller Geld im Haus. Und was mache ich? Sie kaufen lauter nützliche Dinge. Sie meinen Luxusgüter. Herr Lüder, dieser Staubsauger, der ist doch wirklich sehr sinnvoll, oder? Der Sessel, der ist nicht nur schick, sondern auch sehr bequem. Eine vernünftige Lampe haben Sie dringend gebraucht. Die Musikanlage, die hält garantiert ewig. Und die Kaffeemaschine haben Sie sich wirklich gegönnt nach all den Jahren Filtertüten. Sie halten mich nicht für schwach? Ich bin stolz auf Sie, Herr Lüder. Niemand hätte das Experiment so lange so erfolgreich durchgezogen wie Sie. Es ist nicht weniger wert, nur weil Sie sich jetzt mal was gönnen. Und ich meine, Sie sind schließlich kein Mönch. Es darf Ausnahmen von der Regel geben. Ist denn noch Geld übrig? Warum fragen Sie? Wie wär's mit einem neuen Outfit? Finden Sie? Ja. Hm? Also, ich würde Sie auch beraten, falls Sie das wollen. Ja. Ja? Wenn Sie meinen. Gut. Natürlich hat mein
eine Salbe geholfen. Deine Schramme ist so gut wie weg. Okay, das wäre sie auch ohne. Ich habe einfach eine gute Wundheilung. Genau wie Petit. Okay, ich will das Wunder mal nicht kleinreden. Deine Wunderschmiere ist der Knaller. Genau, das wollte ich hören. Ich gehe jetzt mal zu Frau Aschaffenburg und sag, dass ich morgen wieder arbeiten kann. Hi. Hallo. Ja. Was ist das? Wir sind ein Team? Ja, alle sollen alle besser kennenlernen, oder sowas. Teambuilding, super, dann kommt man mal ins Gespräch. Ja, finde ich auch richtig gut. Hey, und? Wie war's? Katastrophal. Der Finanzausschuss hat alle unsere Sparvorschläge einfach abgebügelt. Und das Schlimme ist, wir sollen weitere 15% einsparen. Wie soll ich das bitte machen? Um eine Antwort darauf zu finden, habe ich ganze 3 Tage Zeit. Was? Spinnen die? Ich musste schon mal erleben, wie sie die ganze Notfallstation einfach dicht gemacht haben. Ja, klar, Krankenhäuser müssen Gewinne abwerfen, aber... Bei den Sparmaßnahmen können wir vieles gar nicht realisieren, was wir uns vorgenommen haben. Und was bedeutet das für Behandlung ohne Grenzen? Das Projekt bleibt natürlich bestehen. Es wird ja aus Spenden finanziert, hauptsächlich. Aber einiges andere muss auf dem Prüfstand. Es tut mir wirklich sehr leid um unsere Familienzeit und um die Rallye. Aber die nächsten 3 Tage muss ich dringend an den Schreibtisch. Ja, komm, mach mir keinen Kopf. Hm? Familienzeit holen wir nach und hier bin ich mit den Kids, mache ich alleine. Tschüss. 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 Ciao. Wann war Ihre letzte Teamsitzung? Zählt das hier als Teamsitzung? Warum nicht? Ah. Ich hatte irgendwie gehofft, dich hier zu treffen. Ja, ich wollte mich bei dir bedanken. Für die ganze Zeit und für die Mühe. Das intensive Training, das ist wirklich enorm, wie schnell sowas anschlägt. Mhm. Ein Hoch auf die Freiwillige Feuerwehr. Ja. Und... Warum hast du die aus dem Feuer gezogen? Um dich daran zu erinnern, was für eine starke Frau du bist. Leila, auch du darfst mal schwach sein. Und wenn du mich lässt, dann... wäre ich jetzt ganz gern an deiner Seite. Als Freund. Und nein, ich werde nicht mit dir rummachen, nur weil wir beide gerade Single sind. Dafür respektiere ich dich einfach viel zu sehr und irgendwo sind wir auch Familie, oder? Ich werde nicht weinen, nur weil du nicht mit mir schlafen willst, okay? Ich habe genug Zeit mit dir vergeudet. Ey! Warte mal! Geht's noch? Ich wollte doch nur die Dose holen. Ja, du wirst aber fast vors Auto gerannt. Ja, und ich bin ein bisschen reaktionsschneller und beweglicher als der Rest, okay? Und jetzt laber jemand anderen voll. Alles klar, weißt du was, du kannst dich einfach melden, wenn du mal wieder ein bisschen bei Verstand bist. Und versuch nicht gleich wieder ins Krankenhaus zu kommen, ja? Leute, mein Traum vom olympischen Gold ist geplatzt. Aber ihr solltet mich trotzdem auf dem Schirm haben. Seht selbst. Sie hatte ich nämlich vergessen. Das wollen wir gar nicht erst einreißen lassen. Hm? Hm. Geht's dir wieder gut? Ja. Ja. Sag mal, wollen wir nach meinem Dienst heute Abend was essen gehen? Sehr gerne, falls keine kleineren oder größeren Katastrophen dazwischen kommen. Also bei deiner Familiensituation 50-50, ja? Ja, das könnte hinkommen. Sag mal, fandst du Moos Reaktion vorhin nicht auch ein bisschen merkwürdig? Welche? So lange seid ihr jetzt noch nicht getrennt. Und ich küsse dich direkt vor seinen Augen und er heißt mich quasi der Familie willkommen. Also ich halte mich jetzt für den entspannten Typen, aber das hätte ich nicht gekriegt. Tja, dann ist Mo wahrscheinlich entspannter als du. Was soll das denn heißen?
Im Ernst. Bist du sicher, dass es nicht aufgesetzt war? Ich kann darauf Rücksicht nehmen, ich verstehe das. Dann halte ich mich vor ihm einfach zurück. Hey, es ist total lieb, dass du dir Gedanken machst. Aber mit Mo ist alles okay. Er gönnt uns unser Glück. Mo hat eigene Baustellen. Aber was uns angeht, er meint das so. Du gehörst dazu. Und es hat natürlich auch geholfen, dass du mir das Leben gerettet hast. Das vergisst er dir nicht so schnell. Wir haben beide Glück gehabt. Ein Klassiker. Notruf, ich muss. Kannst du das bitte für mich ins Fach legen? Ja, mach ich. Ich freue mich auf heute Abend. Ich auch. Das ist ja interessant. Michael, was glaubst du denn, was hier für ein Wetter ist? Es ist grau, es nieselt. Erzähl mir das nicht. Ich muss aufhören, da sitzt Britta und isst ein Eis. Ja, bis später, mein Schatz. Tschüss. Genießt du deine Pause so schön draußen bei dem Wetter? Hm? Ja. Aha. Man muss doch die ersten Sonnenstrahlen nutzen. Und danach sitze ich die ganze Nacht im Büro. Am Schreibtisch. Was ist passiert? Die Stadt will einsparen. Ich allein soll 15% einsparen. Oh. Mhm. Aber musstest du das nicht auch schon letztes Jahr? Mhm. Und jetzt wieder? Mhm. Die Damen und Herren vom Finanzausschuss sind jedes Mal verwundert, dass Kranksein Geld kostet. Mhm. Ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Das Einsparungspotenzial ist sowieso so niedrig. Mhm. Und sie haben mir ganze 3 Tage gegeben. 3? Aber du kannst doch nicht zaubern. Nee, leider nicht. Wird eine Lösung geben. Irgendeine gibt's ja immer. Aber es nervt mich, dass es schon wieder auf Kosten der Familie geht. Wir müssen alle Pläne über den Haufen werfen. Ich würde mir das nicht bieten lassen. Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Na, ich würde um eine realistische Frist bitten. Ja, das stimmt natürlich. Die Aufgabe ist wirklich brisant. Muss alles gut durchdacht werden. Ja. Ich bitte um Aufschub. Aber erst nach dem Eis. Hm. Kannst 15% haben. 15? Ben Berger ja ein kleines Plätzchen in einem deiner Gewächshäuser anbieten zum Schrauben. Vielleicht redet er dann wieder mit dir. Wenn er mich zum Buhmann machen will, soll er. Er hätte seine Werkstatt so oder so verloren. Ich lasse mir doch keinen lukrativen Auftrag entgehen, nur weil er wie Rumpelstilzchen in der Gegend rumstampft. Also ich habe kein Problem, ihm in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Und was ist mit Louis? Ja, um Louis tut es mir leid. Er kann ja nichts für seinen Vater. Egal. Erzähl mir lieber von dir und Klaas. Sonst kriege ich nur schlechte Laune und kann nicht weiterarbeiten. Also bei uns ist alles super. Wir gehen heute Abend auf einen Maskenball. Oh, echt? Müsst ihr da hin? Also ich meine, ist das eine Veranstaltung von der Klinik, oder? Nein, das ist freiwillig. Also zugegeben, du weißt, wie sehr ich Karneval und Fasching liebe, aber so venezianische Maskenbälle sind jetzt nicht so mein Ding. Aber Klaas ist offenbar Fan davon. Sicher? Ja, er hat das in so einem Kennenlernsteckbrief fürs Krankenhaus angegeben. Er liebt Maskenbälle und hasst Klavierkonzerte. Aber er spielt doch selber Klavier. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist Rumsitzen und Zuhören einfach nicht so sein Ding. Oder er hört sich nur selbst gern spielen. Jedenfalls habe ich recherchiert und festgestellt, dass heute Abend in Hamburg in einem Hotel an der Alster so ein Maskenball stattfindet. Und dafür hast du noch Karten bekommen? Ja. Und Masken? Die bekommt Klaas heute per Kurier zugestellt und er wird Augen machen. Das ist nämlich eine Überraschung. Da bin ich gespannt, was er sagt. Und ich erst. Bin zu Hause. Hey, was machst du hier?
Denkst du, es ist eine Nachtschicht vor dir? Mhm. Hm. Ich habe mich dagegen gewehrt, dass die einfach über meine Zeit verfügen wollen. Wow. Ich mache Vorschläge zu Sparmaßnahmen, aber in angemessenem Zeitrahmen. Also so 2 bis 3 Wochen. Und das haben die akzeptiert? Jedenfalls haben sie nicht auf die 3 Tage bestanden. Hm, nicht schlecht. Ja. Oh. Naja, die Kinder werden sich riesig freuen. Ich meine, die waren schon ein bisschen enttäuscht, dass du heute nicht mitmachen konntest. Ich arbeite sowieso schon genug, sagt Carla. Sagt Carla, ja? Wenn Carla das sagt, darf ich dich trotzdem was Berufliches fragen? Ja, du schon. Ich habe von einer neuen Behandlungsmethode bei Tetraplegie gelesen. Super interessant. Und die Methode wird auch schon in Deutschland angewandt? Ja, in Münster. Und die haben auch schon erste Erfolge erzielt. Wow. Es ist ihnen gelungen, Nerven zum Wachstum zu stimulieren. Und ich würde die gerne kontaktieren. Ja, klar. Ja, ich habe doch diesen Patienten. Er ist so 15 Jahre alt, Lähmung C6. Also ich glaube, die Methode könnte eine echte Chance für ihn sein. Ja. Oh, der Finanzausschuss. Ich habe denen gesagt, ich... Berger, Frau Kruse. Ah, der Ausschuss hat sich schon geäußert. Ja, klar, das steht Ihnen frei. Dann setzen Sie mich bitte in CC, ja? Haben Sie vielen Dank, bis dann. Tschüss. Okay, und was war jetzt das? Sie haben eine Unternehmensberatung engagiert. Was? So schnell? Angeblich, um mich zu entlasten. Die wollen doch nur eine schnelle Lösung für die Sparmaßnahmen. Als bin ich raus. Wer weiß, auf was für Ideen die kommen, Mensch. Die sehen doch nur rote Zahlen. Hey, siehst doch mal so. Jetzt kann niemand mehr auf dich sauer sein, wenn Sparmaßnahmen kommen. Hm? Und wir haben Zeit für uns. Hm? Hey. Ach, hi. Na, wie geht's? Ich muss zu Jorik, Luis, abholen. Aber ich hab's geschafft. Die Werkstatt ist geräumt. Ja. Das ist sicher schwer für dich, ne? Ah, was soll's. Wenigstens kann ich alles bei einem Kumpel unterstellen. In der Scheune. Kannst du nicht da schrauben? Was? Scheune? Brandschutz? Nein, keine Chance. Wie gesagt, ich hab schon gefragt in der Klinik, aber leider nichts. Alles gut. Bis dann. Was ist das denn? Hm? Ich hab ein Paket. Gar nichts bestellt. Oh, vielleicht unserer Kneipentour gestern? Hallo, du bist im Beet gelandet, nicht ja. Ich. Ah ja, stimmt. Was bestellt? Was für ein Jahr das? Oh. Was drin? Wow. Hey. Ich glaube, ich gehe heute Abend auf den Maskenball. Mit Maskenball? Mein absoluter Albtraum. Aber ja, das scheint zu gefallen. Naja. Köln, Karneval, Fasching. Es liegt schon nah beieinander. Diese Frau steckt doch echt immer wieder voller Überraschungen. So ist das eben am Anfang einer Beziehung. Man lernt viel Neues über die andere Person. Ja, bis man zu viel voneinander weiß. Ach, ja. Hey, ich will euch nichts vermiesen. Es hat lang genug gedauert, bis ihr euch gefunden habt. Richtig. Und genau deshalb darf mich diese Frau auch hinverschleppen, wo auch immer sie will. Okay. Ich bin einfach nur froh, dass ich bei ihr bin. Und jetzt muss ich mein Smoking suchen, meine Fliege, meine Lackschuhe. Ich habe viel zu tun. Okay. Bis später. Ja, dann viel Spaß. Das macht man nicht anders, wenn man verliebt ist. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben, aber ein kleiner Schatten vom Kunstwerk Ihres Enkels ist leider noch zu sehen. Das ist okay. Ja? Danke. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Danke, ebenso. Wiedersehen, tschüss. Hey, Simon. Hi. Na, wie geht's? Wie läuft das Training für die Feuerwehr? Gar nicht. Deshalb bin ich auch gerade hierher gekommen. Was ist passiert? Wo ist Leila? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Sie möchte nicht mehr, dass wir zusammen trainieren. Ohne dass was zwischen euch vorgefallen ist? Ja, ich glaube, dass sie sich im Moment gerade ziemlich nutzlos fühlt wegen Olympia und auch wegen des Unfalls. Ach, meine arme Kleine. Ja. Was ist das? Die hat sie ins Feuer geworfen. Ihre Urkunden, Medaillen. Ich konnte die zum Glück noch retten.
Duisburg 2018. Sie hat alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Jetzt hat sie das Gefühl, alles zu verlieren. Ich habe gedacht, dass sie bei dir wenigstens zur Ruhe kommt. Ich auch, aber... Ja, tut mir leid, ja. Ja, danke dir. So, die Jungs sind schon mal los. Bereit? Ja, ich habe gerade noch eine Mail an die Unternehmensberatung geschickt, damit die wissen, wo ich Sparpotenzial sehe. Ach, wollen wir hoffen, dass sie so clever sind und kapieren, dass du die Klinik am besten kennst. Ja, drück die Daumen. Ach komm, das ist schon sehen. Hm? Am Ende wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir kriegen ein bisschen billigere Seife und schlechtes Klopapier. Ich sehe dich schon deine eigene Seife mit in die Klinik bringen. Ja, weil ich habe gesehen. Mama? Ja? Hast du meinen Turnbeutel irgendwo gesehen? Nee, ist der nicht oben bei Papa? Da habe ich auch schon alles abgesucht. Wir haben da fast alle Rallye-Fragebögen drin gesammelt. Und wenn das weg ist, war das ganze Büffeln umsonst. Ja, irgendwo muss er doch sein. Sag mal, ich habe, glaube ich, gestern so einen Turnbeutel gesehen. Wo? Bitte, denk nach. Ja, ich denk ja schon. Joe und Sam wollen unbedingt gewinnen. Und wenn wir deswegen verlieren, hassen die mich. Ja, ist... Die haben auf der Reeperbahn einen Sarg gefunden. Aha. Ja, haben sie nicht aufbekommen. Hab alles probiert. Weißt du warum? Ja? War ein Zuhälter drin. Ich hab auch einen. Hier, warte mal. Ja, auf. Was liegt am Strand und kann man einfach nicht verstehen? Eine Nuschel. Guck mal hier. So einen hat doch Lilly auch, oder nicht? Ja, hab ich ihr mal zum Geburtstag geschenkt. Oh, wird's in irgendeiner Familie morgen früh aber ziemlich hektisch. Ach, weißt du was? Wir legen den einfach hier hin. Dann finden sie ihn leichter morgens. Jetzt weiß ich, wo er ist. Mir nach. Okay, ihm nach. Was hältst du davon, wenn wir Delay anrufen? Ach, das macht's doch nur schlimmer. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Layla geht's schlecht und sie lässt niemanden an sich ran. Ja. Marvin, verstehst du es nicht? Wir müssen uns raushalten. Das ist das Einzige, was wir tun können. Hi, ihr beiden. Hey. Na? Ich habe heute eine gute Tat vollbracht. Ich habe Herrn Lüder neu eingekleidet. Du hast ihm Klamotten spendiert. Nee, nur ausgesucht. Bezahlt hat er selber. Ich habe auch was bekommen. Hm? Cool. Ich will ihn eigentlich nicht verpetzen, aber sagen wir mal so, Herr Lüder hat sich ein paar hübsche Dinge mit der Kohle von Richie Sky gegönnt. Gegönnt? Ja. Gekauft, oder was? Hast du seine Kaffeemaschine gesehen? Die ist der Hammer. Du wusstest das? Ach so, ja, er hat mich gebeten, euch nichts davon zu erzählen. Er hat sich geschämt, weil er sich einmal was gekauft hat, anstatt zu tauschen. Er ist in eine Art Kaufrausch geraten. Was hat er sich denn für Klamotten gekauft? Haltet euch fest. Nee. Einen Abendanzug. Was will er denn da? Ein Abendanzug? Ich dachte, jetzt kaufst du ihm vielleicht mal ein paar schöne Hemden oder eine Hose oder sowas. Herr Lüder wollte einen Abendanzug. Für sündhaft viel Geld. Und als ich ihn dann darin gesehen habe, da war meine Entscheidung auf einmal klar. Ich werde das Angebot von Gigi Du annehmen. Also exklusiv Gigi Du. Die Chance ist einmalig. Es tut mir ein bisschen leid um meinen Blog, aber das kann man jetzt wohl nicht ändern. Und da bist du dir sicher? Ach, Marvin, jetzt frag doch nicht. Ja. Sonst werde ich wieder unsicher. Manchmal muss man loslassen. Sind Sie das? Das macht mir keiner so schnell nach. Ich vermute mal, das soll lustig sein. Aber das ist Behinderung des Straßenverkehrs. Warum machen Sie sowas? Weil ich's kann. Ich habe mein Leben dafür geopfert, eine Ausnahmesportlerin zu werden. Und jetzt ist meine Schulter hin. Aber ich will, dass alle sehen, dass ich immer noch da bin. Dass ich noch was drauf habe. Mehr als die meisten. Ich verstehe, Sie befinden sich wohl gerade in einer schwierigen Situation, aber Sie sind doch noch jung. Gehen Sie zur Schule und springen Sie nicht vor fahrenden Autos rum, das ist gefährlich. Ach, ich
glaube, sie sind einfach zu alt, um das zu verstehen. Aber ich bin Profi. Ich war Profisportlerin. Ich weiß, worum es geht. Es geht um die Challenge. Also, ich find's mega cool. Ich habe sowas Ähnliches auch schon auf ClipClap gesehen. Das Video ging richtig viral. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wieso teile ich nicht einfach, was ich kann? Oh, da bist du ja schon. Jetzt ist meine ganze Überraschung dahin. Ich warte noch auf mein Kleid. Du siehst toll aus. Vorsicht, Lippenstift. So, Maskenball also, ja? Ja. Freust du dich? Da bin ich. Entschuldigung, hat etwas länger gedauert im Verleih. Hast du extra ein Kleid ausgeliehen? Ich hab sowas nur mal nicht im Schrank. Nicht gut mit Leben. Ach, die Vorbereitungen laufen. Viel Spaß beim Masken, oder? Ja, werden wir haben. Es wird eine ganz neue, aber sicherlich sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich dachte, Sie sind hier der Profi. Was finden Sie eigentlich so toll an einem Maskenball? In dem Fall meine bezaubernde Begleitung. Aha. Und Sie? Ich freue mich einfach auf einen schönen Abend. Ja, den könnte man ja auch zu Hause auf der Couch haben. Das stimmt. Okay, wer von euch beiden war jetzt noch mal der große Fan von Maskenbällen? Ja, das... Klaas. Also keiner. Warum genau gehe ich denn da jetzt hin? Hä? Irgendwo hier auf einer der Bänke. Das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Wir geben nicht so schnell auf. Hendrik hat den Beutel vor seinem inneren Auge. Ja. Also finden wir ihn auch. Sag mal, bist du mit Ben und Klaas an der Ilmenau lang, oder? Nee, wir waren schon hier. Ja. Gut, dann müssen wir ihn finden. Hendrik findet noch nicht mal einen Joghurt, der vor ihm im Kühlschrank steht. Das stimmt allerdings. Sag mal, hast du den Turnbeutel gesehen, bevor Ben das Beet zerstört hat oder danach? Papa hat was? Schon gut. Das Beet ist wieder hergerichtet. Ja, davor. Ach nee, und was ist das? Ach, na siehst du, wusste doch, ich finde ihn. Du findest ihn? Ja. Bitte sehr. Danke. Und? Alles da? Ich glaub schon. Na siehst du, die Rallye ist gerettet. Ja, können wir noch mal ein bisschen trockenlegen, ne? Mhm. Na bitte. So, ab nach Hause. Luis weigert sich gerade, alles zu trinken, wo nicht zumindest ein kleiner Schluck Apfelsaft drin ist. Ja, das höre ich tatsächlich öfter von Eltern kleiner Kinder. Ach, ja. Da bin ich also nicht der Einzige. Nee. Oh, das beruhigt mich. Dankeschön. Hallo. Hi. Na, hallo. Moin. Und? Schon aufgeregt? Morgen ist der große Tag, ne? Feuerwehrmann auf Probe. Ja, ich kann's kaum erwarten. Außerdem wird es eine ganz gelungene Abwechslung, mal wieder jemandem zu helfen, der auch wirklich Hilfe möchte. Okay. Kennen Sie das? Man möchte helfen, macht damit aber nur alles schlimmer? Nee, was ich kenne, ist, man löst ein Problem und hat dann drei neue. Oh, das tut mir leid. Ja, das gibt so Zeiten, da läuft es einfach nicht. Das gilt aber nicht für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, da läuft alles wie am Schnürchen. Notruf, Einsatz, helfen, dankbare Menschen. Ja, so einfach kann die Welt sein. Das klingt genau nach der Welt, die ich suche. Meine ist im Moment deutlich zu kompliziert. Hm. Soll ich Sie morgen abholen und wir fahren gemeinsam zur Wache? Ja, wenn es keine Umstände macht, sehr gern. Ach, Unsinn. Wir sind doch quasi schon Kameraden. Da hilft man sich gegenseitig. Ja. Danke, Kamerad. Sehr gern. Bis morgen. Was darf's sein? Hi, ich... Ich hätte gern das Stück Ziegenkäse. Mach mal mit Maske. Ja, mit? Ja, klar. Also erstmal so. So, und jetzt? Yeah. Naja. Also ich hätte den Arm knallhart durchgezogen. Und wir hätten Masken getragen. Niemand hätte gemerkt, dass wir Maskenbälle eigentlich albern finden. Du hast da echt was verwechselt. Du musst es falsch gelesen haben. Ist ja eindeutig. Ich mag Klavierkonzerte. Maskenbälle finde ich doof. Nicht umgekehrt. Ja. Ist auch viel logischer so geworden. Ja, aber jeder Mensch hat ja auch irgendwie Abgründe. Und doch sein Maskenball. Du hast noch ein bisschen mehr suchen müssen. Mhm. Abgründe. Mhm. Warte mal.
Ich hab dich enttarnt. Du stehst auf Maskenbälle. Oh Gott, ich bin in der Zeile verrutscht. Mein Gott. Sag ich doch. Mal zu strafen müssten wir jetzt eigentlich wirklich dahin. Du hast dein Kleid nicht an und ich habe ungefähr 2 Stunden gebraucht, um diese Fliege zu finden. Keine Chance. Hallo. Hier? Oh, Herr Lüder, schicker Anzug. Danke. Entschuldigung, wir hätten die übrig. Hätten Sie vielleicht Interesse? Wir haben auch noch 2 Tickets für einen Maskenball in Hamburg. Danke. Versuch was wert. Aber Herr Lüder. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz? Ja, klar. Das wäre doch die Gelegenheit, Ihren Anzug groß auszuführen. Ich habe mich auch extra schick gemacht. Tun Sie es für mich, Herr Lüder, bitte. So ein Ball bedeutet Inspiration. Damit wäre auch Ihr Karma wiederhergestellt. Also. Okay. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Tja, sehr gut. Vielen Dank. Sehr freundlich. Viel ja, Spaß. Viel Spaß. Jeden Tag eine gute Tat. Ja. Sehr schön. Alter Schwede. Ist ja mal richtig heftig. Wie kriegt man sowas hin? Ich habe die Fragen für die Rallye abgegeben. Jetzt nur noch Daumen drücken und hoffen, dass wir die Gutscheine für den Freizeitpark kriegen. Ey, hast du eigentlich schon das Video von Leila gesehen? Ja. Das ist so krass. Warte, schau mal. Cool. Ja, ne? Wie kriegt man sowas hin? Leila ist Leistungssportlerin. Aber warum macht man so etwas? Na, zum Spaß. Hi. Hey. Hey, du bist ja gerade richtig gefeiert, ne? Das Video, was du hochgeladen hast, ist voll cool. Damit wirst du Fame. Abwarten, ist ja gerade erst online. Mann, das hat aber schon richtig viele Views. Ich würde das direkt bei Wildside hochladen. Da sind nur die Besten. Mhm. Vielleicht machst du das bald professionell? Und wirst Influencerin. Ja, wer weiß. Mama hat geschrieben, wir sollen hochkommen zum Essen. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Darf ich das Video noch einmal sehen? Hast du Leilas Video gesehen? Was denkt sie sich dabei? Ich glaube, sie denkt sich einfach überhaupt nichts. Sie will einfach nur allen beweisen, dass sie es immer noch drauf hat. Hoffen wir mal auf ihren Schutzengel. Tja. Bis sie endlich aufwacht und schnallt, wie kindisch sie sich verhält. Sorry, meine Meinung. Du siehst übrigens oberaffengeil aus. Was hast du vor? Maskenball. Mit Herrn Lüder. Ich habe aber nur 2 Tickets. Das ist gar kein Problem. Ich möchte heute Abend sowieso früh ins Bett gehen. Okay. Ich muss fit sein für den großen Probetag morgen bei der Feuerwehr. Auch da hast du ganze Arbeit geleistet. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Sind Sie bereit, Herr Lüder? Ich schon. Aber der Zug nicht. Die Strecke Lüneburg-Hamburg ist gesperrt. Oberleitungsschaden. Das gibt's doch nicht. Mhm. Wie sollen wir denn jetzt nach Hamburg kommen? Ja, Scooterrad teuer. Können wir uns irgendwo ein Auto leihen? Ja, können schon, aber... Taxi. Spinnst du? Das kostet ein Vermögen. Ja. Vielleicht soll es auch einfach nicht sein. Dann müssen wir den Ball sausen lassen, Herr Lüder. Ich habe versprochen, sie auszuführen. Und das werde ich auch. Können wir bitte ein Taxi haben? Natürlich, selbstverständlich. Du hast den Steckbrief ja doch ausgefüllt. Mhm. Ja. Ab und zu kann auch ich über meinen Schatten springen, damit Dinge sich weiterentwickeln. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das gedacht. So wie du heute. Ich bin stolz auf dich. Wieso? Na ja. Du hast unsere Familie an erster Stelle gesetzt und damit riskiert, dass man dir die Sparmaßnahmen aus der Hand nimmt. Ist mir nicht leicht gefallen. Ja, aber das ist durchgezogen. Ja, und so konnten wir zusammen Lilis Problem lösen.
die Rallye als Familie machen. Wir sind richtig gut. Ja, wir sind richtig gut. Unsere Familie, Ruf, wir zwei. Das macht mich einfach glücklich. Mich auch. Moin, kommen Sie rein. Ja. Ehrlich gesagt bin ich vor Aufregung schon seit ungefähr 5-6 Stunden wach. Aber wir können sofort los. Einen kleinen Moment noch. Sie haben doch auf dem Personalbogen angegeben, dass Sie MS haben. Ja, richtig. Das hat mich schon einiges an Überwindung gekostet. Aber ich habe verstanden, dass unter Kameraden Ehrlichkeit und Offenheit das A und O ist. Ja. Es ist nur so, dass die Frau von unserem Oberbrandmeister hat auch MS und hat trotz ihrer Krankheit weiter Vollzeit als Krankenschwester gearbeitet. Oh, okay, ja, kann man ja mal sehen, was trotz MS noch möglich ist. Nur leider hat der Stress bei ihr zu mehreren schweren Schüben geführt und seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Oh, okay. Herr Dahmann, ich weiß, wie akribisch Sie sich vorbereitet haben. Und es tut mir auch wirklich total leid, aber Sie können den Probetag nicht machen. Wegen meiner MS? Der Oberbrandmeister will Sie vor sich selbst schützen. Ja, er will nicht verantwortlich sein, wenn irgendwas passiert. Ich sehe das total anders, aber das spielt leider keine Rolle. Herr Dahmann, es tut mir wirklich leid, aber das mit der Freiwilligen Feuerwehr, das wird nichts. Der Mann ist bei der Arbeit, die Kinder sind in der Schule und ich frühstücke mit meiner besten Freundin. Also besser kann es nicht laufen. Ja! Und Henrik kann zu Recht stolz auf dich sein. Sie wissen jetzt, dass sie mit dir nicht alles machen können. Ja. Hat sich gut angefühlt, sich gerade zu machen. Ich find's echt schwierig, wirtschaftliche Maßstäbe da anzusetzen, wo es um Menschenleben geht. Deswegen habe ich das auch nicht gerne aus der Hand gegeben. Und haben die Unternehmensberater schon auf deine Vorschläge reagiert? Nee. Ah, gut, dass du fragst. Wenn man vom Teufel spricht. Können wir Ihre Anregungen leider nicht berücksichtigen. Wir sind ein renommiertes Unternehmen, das einen auf langjährige Erfahrungen fußenden Schlüssel ansetzt und streng nach wirtschaftlichen Kriterien Empfehlungen ausspricht. Ach, was für Schnösel. Nein. Was? Sie empfehlen, die Neurochirurgie zu schließen. Was? Wie soll ich das denn Henrik erklären? Aber Herr Lüder. Was ist denn mit ihm? Er wollte mir schreiben, wenn er wieder zu Hause ist. Hat er bis jetzt noch nicht. Ja, dann liegt er halt noch selig in den Armen seiner neuen Liebe. Herr Lüder, kommen Sie von einer Party? Ja, sieht man das. Mir wird der Zugang zu diesem Verein aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung verwehrt. Aufgrund seiner persönlichen Erfahrung macht der Chef sich Sorgen um Sie. Aber ihr solltet mich trotzdem auf dem Schirm haben. Sitzt selbst. Was macht sie denn da auf der Straße zwischen all den fahrenden Autos? Ich meine, Menschen aus einem brennenden Haus retten. Das ist es doch, worum es geht. Danke. Es ist wegen Leila. Sie hat alles verbrannt. Ihre Medaillen, Urkunden. Sie wollen die Neurochirurgie einstampfen.